Ja gut, okay, wir haben jetzt auf jeden Fall die beiden oberen. Das sollten wir uns ja, glaube ich, merken können. Also im ESC-Menü bei den Tieren müsste es eigentlich. Nee, steht jetzt auch nicht, da stehen nur die Namen der Tiere. Achso, Tatsache. Ja, aber wenn du draufklickst auf einen, zeigt es dir, was es ist, ob es ein Schimmel ist, ob es ein fleckiges ist, ob es ein weißes, blaues, grünes, gelbes. wenn ich wo klicke? Wenn du so ein Pferd anklickst. Scout. Ja, klick mal auf den Namen. Da ist er mit dem Pferd, oder? Ja. Ja, einmal ist es weiß, einmal ist es grau, einmal ist es fleckig. Ach so. Aha. Okay. Oder? Alter, die haben Oder gerade nicht? so wenig Hafer, ist das nur? Alter Schwede, das ist echt nicht viel. Gut, dann wollen wir noch eine Runde machen? Beziehungsweise ich stelle die eben erstmal weg. Und dann ballern wir den jetzt mal den Rest rein, den sie brauchen. Ich wollte gerade sagen, du musst ernten, oder? Und erstmal verpflegen, bevor wir noch mehr holen und das da. Ja, Wasser, Heu und Stroh haue ich da jetzt nochmal rein. Dafür nehmen wir hier den 700er Fendt, der bietet sich perfekt gerade dafür an. Hier haben wir schon wieder alles an. Aus, an, aus, an, aus. Okay, nicht dagegen fahren. Ey, die Deichsel steht auch schon mitten im Weg. Ja, anstatt ich gleich einen Anhänger von oben mitnehme, ne? Schlau. Ja, für sowas habe ich dann halt extra noch diese kleineren Anhänger geholt, ne? Diese, Ja, dann die wendigen, genau, diese damit die überhaupt Akkuliner dann. oder was das sind. Ja. So, bin mal gespannt, ob die mit 7300 Liter Wasser weit kommen. Und vor allem, wo das hin muss. Die Hühner sind auch noch nicht gefüttert, gell? Oh. Ah, dann produzieren die auch noch gar nichts. 20% knallrot. Okay. So, hier kommt schon mal Wasser. Oh, ja. Dann müssen wir da gleich mal Weizen reinschmeißen. Kannst du ja, wenn du Bock hast, auch einfach mal den Deutsch schnappen, so einen kleinen Anhänger und mal Weizen für die Hühner holen. Das Das sicher doch. war schon mit Wasser? Tatsache, 2000 Liter und voll. So ein 302er oder so ein Anhänger. Genau. Die grünen da. Richtig. Bremsen. Weizen haben wir im Bunker. Im großen Silo, ja. Langsam lebt unser Hof. Ja, überall fliegen Vögel rum. Das auch. Schafe können wir eigentlich auch holen. Boah, jetzt Silo, machen die Silo, Pferde auch Silo. noch Geräusche, ne? Ja, die wiehern sich da einen ab. Aber sowas von. Alter, ich glaube, den Fendt müssen wir mal zurückbringen. Bremsen sind durch, habe ich das Gefühl. Und ich dachte, Weizen war es, gell? Jawohl. Jo. Ich mache jetzt den Anhänger voll, kipp bei Lässt den rein, was reingeht und und lässt presst wieder wieder ins zurück. Silo. Genau. Jawohl, so läuft der Hase. Wo Es sind wird die Hühner? später, Alter, ich merk's. Wo sind die Hühner? Da. Am besten rollen wir noch einen Kilometer weiter. Boah, ey. So. Jetzt bin ich nicht unterm Trigger. Ja, nur einen halben Kilometer davon entfernt. So, Heu. Start. Nehmen wir mit.
Und ich wundere mich, warum die Handbremse nicht zieht. Die war gar nicht aktiviert. Das hat schon was. Kreuz und quer wird hier über den Hof gefahren. Ja, ist cool, ne? Was jetzt hier mit abkippen? Geht doch. Das war klar, dass das rumbackt. Kann ich das bitte zur Seite abkippen? Ne? Hat der keine andere Abkippseite? Anscheinend nicht. Normalerweise ja. So, full. Nur mal eben so ganz nebenbei, ne? 5.000 ging rein. Und das geht. Ich glaube, die beiden, Fa die Fahrzeuge und die Anhänger, die gebe ich gleich wieder zurück und kaufe die. Wir werden die ja sowieso brauchen, um die Pferde auch wieder zu verkaufen. Stroh. Ich brauche Stroh von hier. Bloß nicht wegfahren. Das war Heu und Stroh. Wäre gar nicht so eine schlechte Überlegung. Ja. Machen die sich geil auf dem Hof, wenn die da so rumstehen als Gespann. Hat was. Wo fahre ich denn hin? Hast dich verfahren? Sind die behindert, Alter? Da dreht man sich eine Minute um, dann sieht es hier aus wie Sau oder was? Wer denn, was denn, wo Wie denn? bei den scheiß Pferden. Ja, gell. Sauberkeit ist was anderes. Sag jetzt nicht, ich muss mit dem Stroh da rein, ey. Och nö. Nein, von außen, oder? Nee. Nee, außen ist Futter. Eingestreut wird drin. Gut, dass man hier so viel sieht. Pferde macht Platz, ich fahre euch um. So, Anhänger wieder aufräumen. Alter, das kann nicht gut gehen jetzt mit dem Anhänger hier. Hat der keine andere Abkippseite? Abkippseite hinten. Links, rechts. Warum hat er das eben nicht gemacht? Jetzt kann ich nicht mehr abkippen. Jetzt aber. Ich hätte doch links nehmen sollen. Beziehungsweise rechts. Nee, dann doch links. So, damit wir nicht gegen die Wand kippen. Wie, schon voll? Wahnsinn, sind die sparsam. Okay. Stroh brauchen die schon mal nicht viel, die vier Pferde. Und wie striegelt man die jetzt? Hingehen und dann eine Tastenkombi dranklicken, dann kannst du auswählen, ob du reiten willst oder striegeln und sowas. Aber erst musst du reiten. Bevor ich sie striegel. Ja. Also am nächsten Tag erst. Sozusagen eine Nacharbeit vom Reiten selber. Können wir nicht irgendwie die Anhänger an den Pferden festmachen? Dann holen wir mit den Pferden neue Pferde. Dann sind sie ausgeritten und haben sogar gearbeitet. Ja, ich habe die Deichsel ein bisschen gerade gezogen gerade. Ja, kannst du keinen Drehschimmel fahren oder was? Nein, ich habe ihn eingeparkt, aber Beim anstatt Ausparken die vorwärts, Deichsel verzogen. nee, rückwärts kann drin gehabt und Gas gegeben.
Es kam da nicht so gut. So. Jetzt war viel zu langsam. Was? Okay, ja, dann können wir jetzt ja anscheinend nichts mehr machen mit den Pferden, ne? Das ist ja doof. Ja, wir probieren das mal mit den Eierpaletten nochmal aus. Schwingen Das uns ist schon. nochmal eben in die Karre und holen nochmal zwei Eierpaletten. Können wir machen. Die Tore sind schon ein bisschen launisch von diesen. Nö, muss einfach nur genau mittig drin hocken. Oder weit genug weggehen, dass du aus dem Trigger rausgehst, damit er sich überhaupt noch mal, damit er dir überhaupt noch mal zeigt, das Tor öffnen oder so. So, holen wir jetzt mal schnell Eierpaletten, die wir da hinstellen. Weil Eier, wir brauchen Eier. Kann es sein, dass ich dein Auto habe? Das ist voll lahm, Alter. Nicht wirklich. Voll die schlammigen Reifen, ey. Jetzt fährt das nur noch 45. Was? Meins fährt auch gerade 46, 45, 44, 3. Was ist denn jetzt los? Haben wir Biodiesel getankt? Motorschaden. Geheizt und Motor ausgeschaltet. Klar, jetzt ist der Turbo kaputt. Wir haben den Turbo nicht abkühlen lassen. Wir da vorne vor sich hin Ist stolpert, das jetzt ein ey. Witz, Alter? Handbremse angezogen? Irgendwas ist denn hier schon wieder los? Ich hab keine Ahnung. Das hatten wir ja vorhin auch schon mal, ne? Hier Das, spinnt was doch wieder lief und dann irgendwas. auf ja, genau, hier stimmt schon wieder irgendwas nicht. Ist doch nicht normal, sowas. Wie schalte ich ihn in den nächsten Gang? Er hat er nicht, ist Automatik. Ohne Tiptronic und so. Wie schalte ich in den nächsten Automatik? Gibt's ja Gängegruppen. Hoffentlich sind die beim nächsten Mal noch da. Vielleicht hat sie sich da einen Turm geholt. Ich glaube Und auch. gefallen. Ja, stimmt. Der war ja Lohnunternehmer. Er hat uns hier geklaut, der Hund. Immer gleich mit den Leuten. Jetzt gibt das Auto wieder Gas. Ja, das braucht einfach nur Beladung. Ich glaube auch. Ja, perfekt geparkt. Ah, Nein. geschafft. Nein! Haha. Oh, Mauer. Haha. Wie der Lala. Ey, kein Alkohol am Steuer, Was? Oh, wow. Ich fahr doch gerade, Alter. Ey, so nicht. Oh! Jetzt so schnell geht das, Alter. Und trotzdem fahre ich weiter. Ich komme rückwärts aus dem Busch wieder raus.
wo fährst du lang? Was? Ja, wie da, wo man lang fährt. Schön durch die Hofeinfahrt. Genau. Oh, oh, Alter, 360.